Ja, hallo. Hier soll es jetzt um das Thema Zoom und Datenschutz gehen. Gerade in den letzten Tagen und letzte Woche, also Stand 6. April, tauchen immer wieder Nachrichten auf. Zoom ist eine Datenschleuder oder Zoom wurde angegriffen von Hackern. Und ich möchte dazu jetzt hier in dem Video mal meine Sicht schildern. Ich habe ein bisschen recherchiert. Ja, und genau, und wir müssen das natürlich auch ernst nehmen, diese Meldung und dass natürlich die Daten auf einem amerikanischen Server landen, was bei Zoom tatsächlich der Fall ist, begeistert mich auch nicht. Ich bin dennoch immer noch der Meinung, dass Zoom die beste Lösung im Moment für Videokonferenzen ist, weil es einfach am besten läuft. Ich habe andere Sachen ausprobiert, Adobe Connect, Teams, FairMeeting, Google Hangout. Das sind alles so alternative Möglichkeiten, aber die laufen einfach nicht so gut. Da ruckelt es und es macht überhaupt keinen Spaß. Also das ist immer noch meine Meinung und ich gehe jetzt trotzdem noch mal auf das alles ein. Und zwar habe ich auch, so, das wollte ich jetzt eigentlich nicht zeigen, aber egal. Ich habe eine aufgeregte Mail bekommen von einer Schülerin, mit der ich, also ich unterrichte ja auch angehende Erzieherin und wir führen also Zoom-Videokonferenzen durch und sie hat jetzt Zoom auf ihrem Rechner gelöscht und hat eben gehört, dass Zoom sich selbstständig an Kamera und Mikrofon bedient, dass es sich fremdsteuern lässt und Hackern ein großes Scheunentor öffnet zum Spionieren und sogar, dass eben vollständig Geräte übernommen werden können. Und dass es außerdem noch sehr schwer sich vom Mac löschen lässt oder auch von Windows. Und ich will jetzt mal so Schritt für Schritt auf das alles eingehen. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ja, Entschuldigung, das sollten Sie nicht sehen. Egal. So, ich habe jetzt hier mal jede These einzeln aufgelistet. Zoom bedient sich selbstständig an Kamera und ja, Mikrofon. Stimmt das? Ich würde sagen, nein. Sie können das entscheiden, ja, ob Zoom Ihre Kamera benutzen kann oder nicht. Dass es sich selbstständig bedient, dafür gibt es keinen Hinweis. So viel von meiner Seite. Ich habe mir also auch Zeitungsartikel bei der Taz und bei anderen Zeitungen angeschaut, was da jetzt alles an Berichterstattung sozusagen geschehen ist in Amerika, in Deutschland. Wir gehen mal zur nächsten These. Zoom lässt sich fremdsteuern und sogar eine vollständige Übernahme des Gerätes ist über Remote möglich. Stimmt das? Dazu würde ich auch sagen, nein. Denn was heißt dann überhaupt Remote-Übernahme des Gerätes? Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Keine Ahnung. Das ist keine Fremdsteuerung. Das heißt lediglich, dass der Bildschirm übertragen wird. Dass mein Bildschirm sozusagen übertragen wird und also mein Bildschirm freigegeben wird, dass das Ganze dann übernommen wird oder ein fremder Bildschirm übernommen wird, davon lässt sich im Moment nicht ausgehen. So, dann nächstes Thema. Genau, wir gehen jetzt mal hier rein. Zoom würde ein großes Scheunentor für Hacker bieten. Es gab tatsächlich, muss man dazu sagen, Meldungen
Dass also das sogenannte Zoom-Bombing, dass Zoom von Hackern von außen mit übernommen wurde, beziehungsweise sich Fremde in Meetings eingehackt haben, eingeklickt haben. Das lief vor allen Dingen dadurch, dass es tatsächlich passiert in Amerika, dass die ID erraten wurde. Ja, und dann gab es da teilweise auch Porno, was gesendet wurde, oder auch rechtsradikaler Hintergrund, dass da was gepostet wurde. Und diese Lücke ist inzwischen geschlossen. Das ist tatsächlich passiert, leider. Dazu würde ich auch noch mal einen Tipp am Ende äußern. Also Sie hören jetzt auch gleich noch mal ein paar Tipps von mir, was man dagegen machen kann. Genau. Dann gibt es noch eine Meldung, die habe ich jetzt hier gar nicht stehen, aber da geht es darum, das ist ganz oft weiter gepostet worden bei Facebook, Twitter und so weiter. Zoom würde Daten an Dritte weitergeben, zum Beispiel an Facebook. Dazu muss ich sagen, ich habe geguckt, das wurde immer nur als Mutmaßung geäußert in den Zeitungsartikeln. Es gibt keine Quelle dafür, dass das wirklich passiert. Und hier möchte ich auch gerne nochmal auf eine Seite hinweisen, die mir sehr gut gefallen hat. Jetzt haben wir wieder die Ansicht. Das ist nicht sehr professionell, aber egal. Und zwar gibt es hier eine Seite, die heißt derdatenschutzguru.de. Hier können Sie genau nochmal zu dem Thema recherchieren, das empfehle ich. Und zwar ist es ein Anwalt, ein Medienanwalt, der hier darüber schreibt, was er zu dem Thema Zoom weiß und ob er diese Mutmaßungen für begründet ansieht oder nicht. Und hier bei diesem Fall in Sachen Facebook sagt er, nein, das stimmt eigentlich nicht oder es stimmt generell nicht, dass Daten weitergeleitet werden. Hier steht auch nochmal die Behauptung, dass Zoom nicht datenschutzkonform einsetzbar ist, ist offensichtlich falsch aus seiner datenschutzrechtlichen Sichtweise. Also genauso stimmt in rechtlicher Hinsicht, dass Zoom personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt nicht. Ja, das ist seine Aussage. Trotzdem würde ich natürlich immer sagen, Skepsis ist immer gut. Was jetzt inzwischen passiert ist, ist einfach die Datenschutzhinweise und sind aktualisiert worden. Hier finden wir auch tatsächlich aktuelle Hinweise beim datenschutzguru.de. Da gehe ich jetzt doch noch mal einmal kurz drauf. Und zwar hat er auch sozusagen eine Empfehlung hier gepostet. Zoom-Barometer, kann Zoom aktuell datenschutzrechtlich zulässig eingesetzt werden? Er sagt, ja, meiner Meinung nach kann das sein, darf das sein, aber aufgrund der jüngsten Berichterstattung zur Verschlüsselung sollte man bei besonders schutzbedürftigen Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen Vorsicht walten lassen. Man sollte die Reaktion von Zoom auf die neuen Vorwürfe jetzt abwarten, sagt er, und er wird auch weiter berichten. Also hier kann man quasi ja, einfach dranbleiben. Das werden wir natürlich auch tun. Ich würde jetzt zum Abschluss eben noch mal ein paar Tipps äußern. Dazu habe ich auch eine Seite gefunden. Ich werde das natürlich die Quellen, die sind hier im Sinne der Bildung, dürfen die auch benutzt werden. Und zitiert werden, werde ich natürlich unten nochmal angeben. Und hier gibt es nochmal Tipps einer Seite des Fachbereichs Erwachsenenbildung und Familienbildung der Evangelischen Kirche in Hessen. Was ich hier ganz gut fand, ist, dass es einfach gut dargestellt ist und auf den Punkt gebracht. Es gibt also hier drei Tipps für eine bombenfreie Videokonferenz. Zunächst einmal kann man hier einstellen, die Bildschirmfreigabe, also wirklich nur für Hosts freizuschalten. Ich werde das jetzt nicht ganz genau erklären, sondern wie gesagt, Sie finden das auf dieser Seite hier, die ich unten natürlich nochmal reinstellen werde. Da können Sie sich das ganz genau angucken. Ja? Dann
den Warteraum aktivieren. Das ist der zweite Tipp. Das heißt, und das kann man bei der Planung der Videokonferenz unter erweiterte Funktionen machen. Da kann er der Host die Wartenden also dann in den Konferenzraum reinholen. Das ist bei kleineren Meetings sinnvoll. Wenn es zu viele sind, dann geht es natürlich nicht. Aber dann weiß man ganz genau, wer kann rein und wer nicht. Ja, also er hat nur der Host hat dann quasi die Macht oder darf die Leute reinholen von außen. Die können nicht einfach so reinkommen. Das war ja das, was schiefgelaufen ist. Und das letzte Wichtige, was hier steht, ist also auch ein Passwort vergeben. Das heißt, die Leute sind ja von außen reingekommen oder haben sich reingehackt, indem sie die IDs erraten haben. Und jetzt, wenn ich hier ein Passwort vergebe als Host an alle, müssen die Teilnehmer quasi die Meeting-ID kennen und das Passwort. Und so sollte das Ganze hoffentlich jetzt auch sicher laufen. Das wünsche ich Ihnen und wünsche ich uns allen. Ich werde jetzt trotzdem immer noch Zoom weiter nutzen und dazu gibt es auch noch ein paar mehr Videos von uns. Vielen Dank. Tschüss.